Sie hat in beiden politischen Systemen in der Porzellanmanufaktur gearbeitet. Können Sie die Arbeit kurz beschreiben? Ja, sie stand also den ganzen Tag an großen Holzbottichen, wo die Glasur ganz wässrig drin war und zog das Porzellan gleichmäßig und sauber durch die Glasur. Und es wurde dann durch die Russen, die dieses Werk besetzt hatten, und sofort als sowjetisches Eigentum erstmal genommen hatten. Es war also SDAG oder so ähnlich nannte sich das. Das heißt also sowjetisches, wie die Wismut bei uns damals, war auch die Porzellanmanufaktur in russischer Hand. Und es wurde ein russischer Direktor eingesetzt und so weiter. Und da hat meine Mutter immer alle Achtung gesagt, die haben sich gut für die Arbeiter eingesetzt. Die haben auch entsprechende Arbeitsbedingungen eingeführt, während sie in der Nazizeit noch so 10, 12 Stunden arbeiten musste, kam das nicht mehr in Frage. Die mussten dann wirklich bloß noch 8 Stunden arbeiten und hatten Pausen entsprechend. Es wurden Kantinen eingerichtet und die bekamen dort eine ausgezeichnete Versorgung in der Kantine.